Ja, liebe Freunde, damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zu einer weiteren Aufnahme Train Fever. Wir sind hier an unserem schönen Feuerwehrdepot, ja, was mir hier noch aufgefallen ist. Ich hätte gern hier die Landschaft noch ein bisschen angeglichen, weil das sieht dann ja doch schon ein bisschen, naja, komisch aus, wenn da einfach so die Landschaft einen Strich da rein macht. Ja, nehmen wir mal noch einen größeren. So. Ja. Ein großes Entschuldigung an die ersten 4 Folgen, denn da hat man mich kaum gehört. Da habe ich ein paar Einstellungen vergessen zu übernehmen bei meinem Aufnahmeprogramm. Und deshalb habt ihr mich da bloß ganz leise gehört. Ja, ich entschuldige mich dafür. Ich benutze jetzt ein anderes Aufnahmeprogramm, denn man erwartet es kaum, ja. Also man denkt es kaum, aber ich kann mit meinem Standardaufnahmegerät, also DxTerry, kann ich Train Fever nicht aufnehmen. Train Fever ist ja anscheinend nicht mit allem kompatibel, was es so gibt. Und das ärgert mich dann schon ein bisschen. So. Das sieht doch schon gut aus. Jetzt wollte ich hier noch gucken, weil hier ist ja genau das gleiche. Dass wir hier noch ein bisschen angleichen. So. Hier auch. Da können wir aber den großen nehmen. Jawohl. Das lasse ich jetzt mal so. Also, soweit ich mich erinnere, haben wir hier letztes Mal den Ba... Oh, okay. Letztes Mal den Bahnhof aufgestellt. Hier, die Züge fahren auch. Wunderschön. Monats-Update ist ja noch nicht so groß. Und wir produzieren ja hier immer noch unsere Güter. Jawohl. Ich muss mich gerade mal ein bisschen reinfinden, denn es ist wirklich schon lange her, die letzte Aufnahme. Hier hinten haben wir ja die andere Strecke. Genau. Genau, das war ja so. Genau. Dann wollte ich ja, soweit ich weiß, wollte ich jetzt hier noch die zweite Stadt anschließen, denn wir haben ja schon reichlich Geld, sage ich mal, wenn ich hier auf unsere Linien schaue. Okay. Die Bahn macht Minus, aber das ist kein Problem. Machen wir mal kurz Pause. Als zweite, die man nicht aufgenommen habe. Ja, okay, ich weiß es etwa. Aha. Da sehen wir denn schon. Da sehen wir doch schon einiges mehr. Okay, die sind verfügbar ab 1950. Weil ich habe mich doch letztes Mal gewundert, dass die Mods nicht geladen wurden, so. Aber ich Schlauberger hatte auf meiner Singleplayer Map den schönen Mod drin, dass ich alles verfügbar hatte ab 1950. Deshalb habe ich mich gewundert, wieso denn hier so wenig drin war. Ja? Und dann bin ich gerade vorhin, weil ich musste ja die Mods benötigen, ja, und auch Updates und alles. So, dann kam ich drauf, denn ich habe gestern mal wieder an meiner Singleplayer-Welt gespielt und da hat dann ein netter Kommentarschreiber auf der Webseite gesagt, ja, die Sachen sind doch auch bloß von einem bestimmten Datum ab verfügbar. Und ich so, oh, genau, weil manche Modschreiber machen ja ihre sozusagen ihre Mods machen sie verfügbar ab 1950. Und manche erst später, was ja auch dann realistischer zum Beispiel ist, dass zum Beispiel, das glaubst du, der ICE kommt, glaube ich, so um die 2000. Na, Triebwagen elektrisch haben wir gar nichts. Diesel, genau, die haben wir ja letztes Mal gekauft. Genau. 13 Passagiere. Können die nur 13 Passagiere befördern? Wo sind die hingefahren? Hier. 13 von 13. Okay. Wie viel warten denn da hinten? Bus 22.
Oh, da muss ich die Linie noch möchte ich gerne die Linie noch umändern. Oh. Das ist nämlich Zug. Larvik. Egersund. Ja, damit ich das auch wieder finde unter Zug. Genau. So. Aber ich würde dann trotzdem sagen, dass wir von hier, von unserem zweiten Gleis, die nächste Stadt anschließen. Das wäre jetzt in die Richtung hier, Alesund. Da müssten wir hier über den Berg. Schließen wir hier Alesund an. Dann könnten wir gleichzeitig auch hier versuchen mit den Gütern die zwei Städte zum Beispiel hier zu befördern. Was haben wir denn hier immer? Was ist das? Eisenerz, Stahl. Ach, das war letztes Mal das, wo ich mich gewundert habe, welcher Schwein braucht den Stahl hier. Okay, wir haben schon mit Kohle und Eisen, da könnten wir hier unseren Stahl machen. Und hier wird Stahl und Öl zu Güter. Und Öl würden wir von hier bekommen. Könnten wir uns überlegen, dass wir dann diese beiden Städte plus vielleicht Bergen, ja, hier mit diesen Gütern hier versehen. Das werde ich dann aber höchstwahrscheinlich mit einer Eisenbahnstrecke machen, ja. Aber hier so über den Berg. Was haben wir denn hier hinten verwendet? Ich lasse jetzt trotzdem mal laufen, dass die Zeit ein bisschen voranschreit. Was haben wir denn hier verwendet? Haben wir hier einen 160er verwendet? Ja. Dann würde ich aber hier hinten gerne... 15 Millionen! Oh Gott, so viel haben wir gar nicht. Nee, wir nehmen mal den hier. Wie teuer ist denn der? Ah ja. Würde ich aber sagen, den nehmen wir zweigleisig auf so. Oh. Ist aber teuer. Der ist aber teuer. Eingleisig. Ah, halt. Nee, mit Parking. 216. Würde ich vielleicht doch halt mit Parken. Würde ich dann vielleicht anfangs doch mit, mit 160er Länge machen. Jetzt habe ich's. So, dann würde ich das gern drehen. Mal gucken, hier geht's dann gleich den Berg hoch. Wie teuer wäre es denn, dieses Gebäude hier abzureißen? Nicht teuer. Okay. Weil wir müssten hier auf jeden Fall über die Gleise. So. Das hier. So. Dann die Straße. Und du siehst zwischen der und der. Nix. Gut. Den habe ich jetzt auf meiner Main Map auch noch nicht verwendet. Sieht schön aus hier mit Park. Ja, okay, sieht echt gut aus. So. Ich glaube, wir haben hier ohne verwendet. Jawohl. Aber ich würde dann doch gerne... Würde ich jetzt schon elektrisch machen? Nee, würde ich noch nicht. So. Jetzt überlegen wir uns mal. Also wir kommen hier raus. Wir kommen hier raus. Wir müssten dann hier über die Brücke. Und dann irgendwie da nach hinten. Okay. Was nehmen wir denn hier für eine? Oho. Ja, das sieht schon ziemlich modern aus. Würde ich die hier nehmen. Jawohl. Gekauft.
Oho, 200. Oho. Ich muss ein bisschen aufs Geld achten. Mhm. Kann man lassen. Oh. Dann hier ist weiter. Nein, ich will ja nichts, dass so viel am, ich will ja nicht, dass so viel am Terrain gemacht wird. Also so, Leute, so will ich das nie bauen, wirklich. Ich hasse es, wenn das so aufgeschüttet ist. Dann mache ich lieber. Oh. Aha, aha. Aha. Neue Wägen verfügbar. Nicht schlecht. Mache ich das lieber so. Mache ich kleinere Abschnitte. Dann ist zwar hier, wenn man so guckt, die Bahn so richtig. Macht sich so einen richtigen Weg wieder nach unten. Aber das sieht doch viel besser aus, wie wenn hier das Ganze hier aufgeschüttet wäre. So. Sieht doch viel besser aus, also meiner Meinung nach. So, dann hier durch den Wald. Da müssen wir wieder ganz nach oben. So. So, können wir ruhig ein paar Kurven machen. Dann hier. Wo müssen wir hin? Hier hin. Würde ich jetzt einfach. Ey! Ich habe euch nicht erlaubt, hier die Straße hinzubauen. Was ist denn das? Und da bauen sie. Muss ich das und das auch abreißen? Heieiei. So. Die hier. Und worauf ich ja auch noch gespannt bin, weil wir spielen ja, ich habe ja Fahrzeuge Nordic ausgewählt. Und da bin ich mal wirklich gespannt, ob wir denn die ganzen DLC oder Mods Fahrzeuge denn auch haben. Da bin ich mal wirklich noch drauf gespannt. Oh. Was würde denn das jetzt kosten, wenn ich das jetzt so direkt verbinden würde? 1,2 Millionen. Alles klar. Ich würde dann hier in den Tunnel gehen, hier wird sie da rauskommen. Nee. Aber wir müssen, also entweder müssen wir hier oben durch oder unten drunter. Ist jetzt halt die Frage. Und ich würde sagen, unten drunter. So. Was würde es denn jetzt kosten? Boah, immer noch so viel. Wäre dann durchgängig. Aha. 1,6 Millionen. Heieiei. Mal so. Und so. Wie sieht denn das aus? Ja, sieht schon komisch aus. Egal, das sehen wir nachher nicht mehr. Also was willst du denn jetzt kosten? Weniger hoffe ich mal. 1,3. Ja, komm. Bauen wir. So, haben wir noch 120.000. Spitzenklasse! Ja, haben wir auf jeden Fall schon mal die Strecke angeschlossen. So. Und das ist jetzt Zug Larvik Alesund, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Larvik nach Alesund, genau. Zug Larvik Alesund. Da haben wir doch. Ah, bitte in einer anderen Farbe, dass man das auch sieht. Rot zum Beispiel. So, das wäre von hier nach hier. Perfekt. Dann richten wir hier hinten noch schnell
Bushaltestellen ein. Was kostet denn das? Oh, okay. Oh, okay, das ist viel zu riesig. Zopp modern Version B. Aha. Okay, das ist auch viel zu riesig. Müssen wir wohl die kleinen hier nehmen. Ja. Und das machen wir dann... das hier gruppieren wir dann mit dem. Genau. Ah, das ist alles und Bahnhof. Und dann müssen wir hier noch ein paar Haltestellen platzieren. Ich würde mal sagen, hier so. Dann da so. Dann hier. Blaue Industrie, da brauchen wir jetzt nicht so viele Haltestellen hinmachen. Wir müssen da hinten hinfahren. Weil, na, ich könnte hier noch machen. Und dann hier hin. Und dann würde ich hier nur mal eine machen. So, das wäre Bus. Bus Alesund. Ja, das wäre. Einmal weg. Von hier nach da. Nach da, nach da, dahin, 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 und dahin, nach hierhin, und dann wieder zurück. Die ganze Strecke zurück. Warum wird mir hier keine Strecke angezeigt? Komisch. Hierhin. Gut. Dann brauchen wir hier noch ein Busdepot. Ein Busdepot. Hallo, Spiel. Was sind das? Okay, das ist eine Tram. Dann nehmen wir doch so eins. Hier passt hin. Fahrzeuge kaufen. Passagier. Was haben wir hier? 13? Ich glaube, letztes Mal haben wir die gekauft. 9, 13. Ich glaube, dann nehmen wir auch wieder die. Nehmen wir mal... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, nicht genügend Geld. Ups. Wie haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Zuweisen, Bus, alles und. Wo fahrt denn ihr lang? Achso, ihr fahrt das hier zur Haltestelle. Oh, okay. So, sollen wir hier nochmal die einsetzen? Oh. Oho. 160? 3,3 Millionen! Nee, wir müssen noch was gucken, was nicht viel kostet, aber... Boah. Was ist denn das? Das ist... Kleine Diesellok mit hölzernem Wagenkastenverkleidung für den Personenverkehr. Insgesamt wurden 2 Exemplare dieser Lok gebaut. Alles klar. Okay. Dampf? Wir könnten ja auch so eine Dampf... No! Ich glaube, das Beste wäre wirklich, wenn wir nochmal... einen von diesem hier kaufen würden. Das wären 450.000.
Was haben wir jetzt? Und wir haben noch 930 was auch immer. Ja, machen wir erstmal Lavik alles und haben wir denn noch Kredite? Ja, haben wir. So, gucken wir dem Zug mal zu, auch wenn es ziemlich der gleiche ist, aber der hat hinten noch so einen schönen Wagen dabei. Und mitfahren werden hier wahrscheinlich noch niemand, ne? 24 Leute warten hier. Wie viel warten hier? Zug? Warten da hinten welche auf den Bus, oder? Okay. Dann würde ich einfach mal sagen, fahren wir doch mal hier mit. Und fährt denn der so langsamer? Der ist so eine krasse, so einen krassen Beschleunigungsweg, oder? Heilige Scheiße, braucht der lang. Ja, da hat's kurz an meiner Tür geklopft, es war meine Omi. Ja, wir verfolgen noch ganz kurz hier den Zug, haben wir gesagt. Bei der dann doch schon sehr, ja, ein bisschen hügeligen Strecke, würde ich dann doch schon sagen. Hier wieder den Berg hoch, schön durch den Wald auch durch. Muss man echt sagen, es sieht schon schön aus. Da hinten irgendwas. Ah, jetzt ist weg. Ah. Kannst doch auswählen. Ah. Irgendeine Fabrik. So. Aber ziemlich schnell fährt es ja nicht. Jetzt bremst es auch noch ab. Warum bremst du denn? Aha. Also, wie ihr seht, er bremst. Warum denn das? Ja, hier geht ein Tunnel. Ja, aber trotzdem, hä, warum bremst der denn? Hat der so eine schlechte Beschleunigung, oder? Muss ich mal ganz kurz gucken hier bei den anderen. Was fährt denn der? Der fährt 100. Das ist die Beschleunigung dann doch schon etwas höher. Ja? Also er wiegt mehr. Er wiegt doppelt so viel. Ja, gut. Trotzdem frage ich mich, warum hat der hier abgebremst? Verstehe ich nicht. So, jetzt hier über unseren Hubbel. Mal gucken, wie das aussieht. Da wird es den Fahrgästen ja schlecht. Und hier die Einfahrt in den Bahnhof von Alesund. Ja klar. Also die Bahnhöfe sind natürlich jetzt noch ein bisschen arg groß für die kleinen Züge. Aber das lässt sich dann auch noch ändern. In den nächsten Jahren, sage ich einmal. So. Warum hat der jetzt runtergebremst? Habe ich jetzt hier irgendwo was drin? Nee, hä? Warum hat er denn da vorhin so extrem runtergebremst? Verstehe ich nicht. Also, dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, war es das auch für diese Folge. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin einen schönen Tag noch und tschüss.